wieder dran, weil jetzt wollen wir den ersten vierten Redner hier im Saal begrüßen. Wollen wir ihn reinlassen? Also auf geht's. Mal sehen, was der Präsident der KGB uns zu sagen hat, hier in der Mitte. Wie ist mit dem Ton? Da hinten auch zu verstehen? Na, nicht zu laut? Nicht zu leise? Dann ist ja gut. Hertha Mainz 1:1. Hannover Werder 1:5. Bochum Hoffenheim 2:1. Weiter nicht, das sind so die Relegationsgegner von Hansa. Hansa verliert ja erst morgen. Werte Miss Karneval, werter Vereinsvorsitzender, werter Ölverrat, liebe Närrinnen und Narren, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße euch heute auch mit unserem Schlachtruf. Die See macht gluck gluck und wir. Im November habe ich euch mitteilen können, dass wir jetzt Schweriner KGW e.V. heißen. Und ich habe heute hier mitgebracht, ich hatte keine Zeit zum Umziehen, eine Version unserer Freizeitkleidung. Einige werden schon gesehen haben. Ich gehe mal rum. Und Herr Kapellmeister, Uwe, bist du schön? Na los, Peter. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. So was hat man lang nicht gesehen. So schön. So schön, so schön, oh, ist das schön, oh, ist das schön. So was man lang nicht gesehen, so schön, so schön. Weiterhin möchte ich euch alle heute von unserem Präsidenten des Landtages grüßen. Wir hatten vor einigen Wochen einen Empfang im Schloss und sie finden unseren Karneval gut. Wir nehmen Jung, Mittel und Alt mit und wenn ich mich nicht verhört habe, dann hat sie gesagt, sie freut sich, dass wir Vorruheständler und Rentner von der Straße holen. Ja, ich hatte es ja letztens schon gesagt, kann geklatscht werden, ist richtig. In der Diskussion wollte sie dann wissen, welcher Verein in Mecklenburg-Vorpommern den Vorsitzenden hat, der auf die längste Familientradition zurückgreifen kann. Zuerst meldete sich der Neubrandenburger und sagte, unser Vorsitzender heißt Becker. Seine Vorfahren hätten schon damals, als das Brot gebrochen wurde, beim letzten Abendmahl dieses Brot gebacken. Für die Atheisten unter uns. Jesus lebte im Nahen Osten, wurde gekreuzigt und stand Ostern wieder auf. Und wie es der Zufall wollte, als er auferstanden war, begegnete ihm zuerst eine Frau. Das war auch gut so, dann sprach sich dieses Wunder auch schnell herum. Da sagt der Rostocker, meldet sich, unser Vorsitzender heißt Zimmermann. Noch 3000 Jahre vorher
Als die Arche Noah gebaut wurde, waren es meine Vorfahren, die Zimmerleute. Donnerwetter, da mithalten. Dann meldete ich mich und sagte, unser Vorsitzender heißt Levermann. Und ihr kennt ja die Geschichte von Adam, Eva, Paradies und so weiter. Und habe ich dann gesagt, heute kann ich euch mitteilen, Eva war eine geborene Levermann. So war das, oh Gott, jetzt fällt mir das durcheinander. Oh Mann. Wir haben heute die Veranstaltung Nummer 78, also in der nächsten Session die Nummer 80. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen, muss ich ehrlich sagen. Aber wie sagt man, manches hält eben ewig und ist auch ewig angelegt. Und ich denke, wir sollten dann, ja, ist richtig. Dieter, wir sollten an dieser Stelle mal wieder singen, das Lied von Die KGW. Überrascht mich hier immer wieder, zweite Mal. Ja, weißt du so. Aber eins, das bleibt bestehen, die KGW wird niemals untergehen. Aber eins, das bleibt bestehen, die KGW wird niemals untergehen. Dankeschön. Jetzt bin ich hier mit meinen Zetteln durcheinander. Du. Da fehlt einer sogar. Ach du mein. Nee, hier hab ich. Ich hab ja, wie ihr alle wisst, im letzten Jahr einiges danach in der Medizin mitgemacht. Ich musste zum Beispiel zum Augenarzt und er hat mir so ein komisches Gerät da aufgebaut und hat da reingeguckt und dann hat er gesagt, sagen Sie mal, Herr Hagemeister, wie konnten Sie mit den Augen meine Praxis finden? Dann dein Ohrenarzt. Der guckt und macht und tut und dann tut er das so und dann sagt er, na, das rechte Auge.